Meine Frau war ganz fleißig und hat aufgeräumt. Und ich sag mal guten Mittag. Ich bin fertig. Ich habe jetzt geschnitten ein Video für euch. Und zwar ein besonderes, nämlich eine Klapprad-Restauration. Mehr oder weniger. Restauration ist es nicht, aber ein Auftrag, den ich gemacht habe. Da habe ich ein bisschen mehr gemacht, als für 150 Euro eigentlich zu machen wäre. Also es wurde komplett zerlegt und so weiter. Schaut es euch einfach an. Ich dachte mir, statt jetzt jeden Tag einen Vlog oder so, habe ich mir gedacht, weil die letzten Tage war ja nicht so doll, mache ich mal so ein besonderes Video. Das hat wesentlich länger mit den Aufnahmen gedauert. Und das hat wesentlich länger jetzt auch mit dem Schnitt gedauert. Ich bin total fertig, ey, vom Schneiden. Bis später. Guten Morgen, liebe Leute. Was machen wir heute? Ja, ein Schrottrad haben wir hier. Ein Schrottrad, eins von meinen super Schrotti-Botti-Rädern. Wo wir gestern schon hier die Achse neu gemacht haben. Ja, also die Achse. Einmal ersetzt, die Kugeln ersetzt. Man in dieses Billigrad viel zu viel Teile, Zeitreffpunkt. Warum ist er aufgerissen? Und hier. Da beult er natürlich. Das kann man natürlich nicht drauf lassen, das muss man tauschen. Ne? Auch klar.
Okay. Fertig. 80 Euro, mehr nicht. Mit Nabendynamo, Licht repariert, neuer Bremszug hinten. Hallo? Und das Pferd ist letztlich immer noch ein Fahrrad. Billiger geht nicht. 80 Euro. Damit. Viertel vor elf. Ich hab draußen ein bisschen sauber gemacht wieder. Ist ja Samstag. Räder sortiert. Schön hingestellt. Ja, und jetzt gibt's gleich Frühstück. Hoffe ich doch. So ist es zumindest gedacht. So, was ist denn? Ich habe da gestern noch ein Rad gekauft. Wo ist denn das? Oh, ganz hinten. Der neue Ankömmling steht ganz, ganz hinten. Tada. Cannondale F700. Zustand. Sehr gut. Gewicht. Unbeschreiblich leicht. Dem werden wir uns gleich widmen. Nach dem Frühstück werde ich den ein bisschen checken. Einmal durchchecken muss ich. Ich habe mir gestern gekauft erst. Bin noch nicht damit gefahren. Walle ist damit gefahren und meinte, top, super. Ja, und dann kommt das raus in Verkauf. Und das zeichnet so, spiegelt so das wieder, wie das nächste Jahr laufen wird in der Saison. Was heißt in der Saison? Also wie es ab dem nächsten Jahr dann laufen wird. Lieber will ich solche Räder im Laden haben hier. Den ganzen Schlunz. Züge werden halt neu gemacht. Schöne alte XT. Habe ich hier nicht noch ein Hinterrad? Den Vorderrad habe ich noch cooler. Wartung. Zug ersetzen, weil hier. Da stehe ich nicht so drauf. Hallo! Drops! Ja, alleine mit Papa, der geht zum Glück den nicht. Okay.
schön zu dir kommen. Nein, komm hier. Wo bist du? Da bist du. Oh, das war ein Kampf mit Skadi gerade. Oh, und Lumen kommt so raus. Skadi ist so rot. Warum ist sie weg? Hast du gefunden? Aber es ist ganz schmutzig, ne? Zeug. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ekelhaft. Oh nee, Ona, nein, nicht auf dem Boden leben, der Tod. Das geht nicht. Ein Stück Schinken. Nee. Komm mal ab. Nee. Mhm. Ich hätte das Metall zur Seite gelegt, weil sie noch mehr schinken will. Schön, wie es auf immer wieder funktioniert. Nur ein bisschen Service. Jetzt kommt sie. Oh, das ist cool, ja. Der Piefke. Nein. Eine Portion Schinken? Oh nee, gib nochmal. Nee, das kannst du nicht mehr essen. Mir ist ein Stück Schinken aus dem Mund gefallen. Gib ihr, du schuldest dir ein Stück Schinken. Ich bitte den. Sie läuft dir nach. Ist sie so ein Schinken? Na, ja, ist doch so lang, oder? Vielleicht. Hast du zugemacht? Ha! Kann sie nicht mehr weg. Letztlich jetzt auch so 70 Euro kriegt er pro Tag jetzt. Mit 12 Stunden Arbeit. Naja, warte.
Hier ist der Kammer. Fertig. Bitte schön. Und tschüss. Da muss alles ausprobiert werden, ne? Was hat denn hier abgemacht? Das war jetzt nicht ohne. Verstehe. Ja. Hätte ich gerne. Was können wir damals nicht leisten? So ein Rad. Weißt du das? Naja, für dich war ja die Option auch nur neu, denn, ne? Was hätte sowas neu gekostet? Nein, gebraucht, ich hab's ja damals nicht. Naja, manche. 2000 Mark, 2200, 2400. Was, hat sich jemand angesprochen? War das von Ihnen? Wo denn? Herr Bede? Aha. Ein schwarzes BWF. Ja. Hast du Angst, der Frau? Hobbycar. Das erste Vehikel. Wo ist die Ona? Wuhu. Yeah. Voll krass, ja. Ja, guck mal. So. Und schicke Schuhe hast du. Oh, hast du schicke Schuhe. So toll. Aha. Willst du wieder runter? Ja. Hauke. Hauke. Ja Mensch, alle weg, alle Räder weg. Bis auf das, wie gesagt, hat so ewig hier steht schon. Mal gucken, ob die überhaupt nochmal kommt. Das war jetzt draußen stehen. Ist ja kein besonders hübsches Rad irgendwie, aber mein Ende des Monats ist dicht hier, ist Feierabend. Viertel zwei ist mittlerweile. Der Kaffee steht schon eine Weile. Ich habe gerade einen Nachlass gekauft, einen Kunstnachlass. aufgezogen oder auf Karton, auf Pappe gemalt. Und nochmal 10 Bilder auf Leinwand, also direkt nur Leinwände. Bemalte, beschmierte, wie sagt man, Restmalerei, Fehlmalerei, defekte Leinwände, sowas, 10 Stück nochmal. Und hol dir noch den ganzen Nachlass von dem Künstler, also den ganzen natürlich nicht, also nur diesen künstlerischen Teil, was in seinem Ausstellungsraum stand. Und das habe ich gerade gekauft. Ich habe mir gerade angeguckt, weil an solchen Tagen, wo überhaupt nichts los ist, so wie heute, bis jetzt kam ich nicht in, aber 3 Euro Umsatz oder so, da muss ich denn investieren an solchen Tagen. Und da habe ich jetzt gekauft. Kunst, wie immer. Die werde ich dann in den ersten Wochen vom November verarbeiten. Mal gucken, was so geht. Explore your state. It's nice branding, I have to admit. They have. Yeah, it's nice looking. Yeah, exactly. The box is nice. The bikes are also quite nice.
But also, like, the price point is obviously not the expensive one, right? Yeah, so they're, yeah. It's still better than the... Fixie ink. Exactly, the yeah. Pure Fix and the Fixie ink and all of those things, yeah. Which are super basic. Yeah. This is at least a steel bike, it's a double butted steel bike, okay, you know, it's a bit lighter, it's... Yeah. Yeah. That's nice. Yeah. Alright, perfect, I'll see you later. Yeah, take care. Gegen Quittung soll man alle Schäden vorab schon mal. Na, was haben wir denn jetzt hier? State Bicycles. We have a new build up. Ja. Endmontage von einem nicht ganz billig Fixie, aber von einem. Ist das überhaupt ein Fixie? Single Speed. Von einem nicht ganz teuren auch natürlich, ne? Darf man nicht vergessen, das ist jetzt hier kein High Class oder so. Designed in Arizona, produziert in China. So, dann machen wir mal auf, wa? Hattet ihr sehen? Ich hab das oben aufgemacht, weil ich wollte das Rad oben rausnehmen, ne? Wie man es so normalerweise macht. Ne? Hebt den Karton runter, fällt das alles unten raus. Ja, wirklich, ey. Hammer. Ohne Worte. Ja, das ist ein schöner Rad. Wesentlich leichter als die ganzen anderen Räder, die es so zu kaufen gibt. Die dann auch nochmal vielleicht ein Fuffi bisschen Uni billiger sind. Da raus. Die Kleinteile, so wie Reflektoren, genau. Klingel, ja. Pedalen. Noch mehr Beschreibung. Das ist die deutsche STVZO-Ausstattung sozusagen. Mein Metall kann sich nicht lösen. Die müssen natürlich gefettet werden. Ein fertig gewickelter Lenker, Hammer. Der Sattel. Für mich ja fast das Wichtigste, weil am Sattel kann ich das Rad erst einhängen. Das mache ich jetzt mal auf.
Cool. Haben wir. Alle gut, alle schick, bis auf Sache. Optik! Funktion? Gut oder nichts gut? Na, keine Ahnung, brandneu, dann da steht ja der Karton. Hast du bestellt oder was? Ich nicht, ne. Hat jemand bestellt? Ja. Das ist nur ein Auftrag, Endmontage. Was hat das gekostet? 470. Nicht ganz billig, ne? Ja, ist nicht ganz billig, aber ist wohl auch nicht die ganz scheiß Version. Wie war eure Fahrt mit den schönen Fahrrädern, was du bestellt hast? Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Also. Oder gut. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. Also schlecht. Für mich? Ja. Das ist nicht so geil da drauf. Ah, okay. Für mir alles wehtut. Wirklich, ja? Also danach hat mir alles wehgetan. University. State University. Okay. Hier um die Ecke da, der. Ja? Der rote. Ja, diese? Ja. Und das? Ah, oh, nicht schlecht. Willst du die ganzen Scheißreflektoren auch noch haben? Was? Nichts los. Nur Vollsteuerung, nichts los. Da ist er nicht. Achso, na klar. Raus musst du trotzdem. Jetzt ist Lager dreckig, das ist echt. Ja, Meine ja, war jetzt nicht gesehen. Jetzt das Lager aufmachen. Um Speichen zu wechseln? Nee. Ach, da vorne? Na. Wegen Fetten, ja. Ja, immer. Fett reindrücken. Ja, das kann man ja mal machen. Guck mal, hier unten sieht es noch ganz klebrig aus. Nichts klebrig. Müssen gleich mal durchkommen. Ja. Fest. Ein bisschen fest. Das ist doch für alle ein Thema. Hm? Das ist doch für alle ein Thema. Das ist doch gut. Jetzt spürst du nichts mehr. Und dann kam sie auch scheiß Bräuen fahren, dann kam sie an. Hä? Was kostet Pumpe? 1000 Euro! Was kostet Pumpe, Kollege? 1000 Pumpe, Kollege! Warum? Warum teuer? Warum? Wegen Döner. Warum teuer? Warum teuer? Warum fragen? Was geht Döner? Nichts fragen, einfach nehmen! Oh, nee. Was? Günstig Fahrräder? Hat der Presse nicht gesehen? Ja, hast du Presse nicht gesehen, Kollege? Ach so, weil mein nicht angeschlossen steht. Sag ah, Dicker. Was meint er damit? Dicker, 80 Euro, Dicker Fahrrad, Dicker. Er meint umsonst. Dann schließ mal lieber an. Creepy? Ja, mach. Söderwick? Oh, die ist ja geil. Oh. Bonus. Ja. Das diese ist so ein bisschen, man denkt sich, Designstudenten, Ja, genau, da steht sogar drauf. Check mal her. Ganz krasses Mann. Ja, lass offen. Und dann. Ach, die Motte, sie lebt. Da! Lass sie. Lass sie. Ja, schmeiß sie raus für die Vögel. Ah, hier ist eine Waage für so Kokaingeschäfte und so. Oh ja, die brauche ich ganz gerne. Kokaingeschäfte habe ich früher gebraucht. Aber letztens hat mich jemand danach gefragt. Und dann dazu gibt es die creepiest Weihnachtstasse. Don't just eat it. Do things with it. Aber brauchst du den Rohr? Ja. Adams, no. Aber brauchst du auch die? Das weiß ich gar nicht, ob ich das Ganze... Na, nimm doch, Mann. Aber die brauchst du denn doch, denn... Das kommt daran. Es ist dein Rest aus Schweden. Der Überlauf. Und da rein. Das. Und vielleicht kann ich das Ganze austauschen. Ja, tausch das. Ja. Oh ja. Mach ein riesiges Loch einfach im Boden und rein. In der Küche ist mein Ding. Ja.
Schön dreckig. Oh, das ist gut. Aber wie hast du da deine Wohnung? Wohnst du selber oder in... Ich wasche in... Ja, ich wohne alleine. Ich wasche in... Spring? Nein. Mit Spree. Hey, mit Spree. Im Badezimmer. Ah. Ja, ja, ja. Aber bau denn diese rein. Werde das schön. Nein, eigentlich nur das Öl drin. Das ist eigentlich das Verstopfen. Dann habe ich versucht, die Verstopfung. Nein, nein, hör mal zu, eigentlich ist es verstopft. Ich wusste nicht, dass es verstopft ist. Ich habe das Ding ausgebaut. Dann habe ich so ausgebaut, dass ich nicht mehr einbaue. Es hält nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob es dieselbe Größe ist. Es war ein bisschen mehr beweglich, aber ich guck mal. Ja. Oh Mann. Na dann, viel Glück, Boys. Viel Glück auch dir. Fährt das Rad? Ich glaube, das war es im Keller. Ich wusste im Nachbarkeller, meinst du? Ich wusste nicht, dass es war so ein Succes hier. Ich hab schon, so ein Erfolg, aber guck. Ich habe schon ein bisschen irgendwo anders einfach was gegeben und ein bisschen ja, vorne und so. Also das war schön zu wissen, dass es ein Succes ist. Ja. Mir geht alles weg. Dann... Sogar. Sehen wir uns später. Hey, wo gibt's das beste Trinkgeld? Wie lange bist du denn dabei? Na, in meinem Kopf ist es in West die Charlottenburg und sowas. Und ja? Dann arbeite ich in Charlottenburg und glaubst, dass es ist so, so ein guter Trinkgeld. Nee, und dann komme ich plötzlich zurück zum Neukölln und finde das, ja, ich denke, die Leute, die nicht so viel Geld haben, so. Die geht mir, weil die hat das Gefühl, oh, ich ja. möchte auch was nicht. Rausgeben. So, oh. Ja. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Kriegst du immer Trinkgeld? Nee, das ist der... So ist das ist der Trick. Und egal, so, es liegt nicht an dir. Es ist nicht jede Person. Also. Nee. 50% ungefähr. Ja, ich glaube so auch. Wow. So, und dafür habe ich dann gedacht, vielleicht dann ausgerechnet, ich dachte dann, dass vielleicht ist es so, dass über des Monats ist es fast dann 1 Euro pro Lieferung. Ja. Kann sein. Ja. Kommt hin. Ja. Ja. Also ich glaub, wir das höchste, was wir bekommen haben, war bisher 5 Euro. Ja. Das ist aber wirklich viel. Ja, es geht. Habe ich auch bekommen. Aber dann ist es natürlich auch so, dass danach ist es vielleicht 2 Lieferungen. Richtig. Ohne. Richtig. So, ich glaube also, dass... Heute habe ich 8 Lieferungen gehabt und 6 Euro. Aber heute Monat war auch schlecht. Heute hat mir aber eine nackte Frau aufgemacht, aber die hat mir keinen Trick gegeben. Nackt? Hast du eine nackte Frau gesehen? Dafür bezahlt man viel Geld in Hamburg zum Beispiel. Ja, aber ob sich das wirklich gelohnt hat, ich hätte lieber viel Geld. Abstand, Flansch. Tommy, wo ist denn die Mitte von der Narbe? Wie meinst du denn? Von Flanschabstand links. Wie misst man das? So ungefähr 7 cm oder so? Einfach vom Flansch zu Flansch? Dann Mitte oder was? Dann die Mitte davon oder was? Ja, war? Ja. Durch? Mitte vom Flansch zu Flansch oder Mitte nach Arme oder was meinen die denn? Naja, eigentlich ist es ja da, wo die Felge in der Mitte laufen soll. Flansch zu Flansch. Also 135 geteilt durch 2. Ja, aber dann, genau. Das ist die Mitte der Arme. Genau. Also 135 durch 2 sind Teilkreis 7,5. Ja, sind ja 6,5. Speichenlochdurchmesser. Fuck 3. Gewicht ist erstmal egal. Speichen 2,0. Ja. Die Frage ist, wo kommt denn die Felge hin? Kommt die tatsächlich in die Mitte?
Na klar kommt die Felge in die Mitte. Aber das ist nicht der Pflanzabstand. Ja, Pflanzabstand ist nämlich... Pflanzabstand. Das heißt, wir haben... No. Von der Mitte aus... Also die Mitte ist also 70. Das heißt ungefähr 18 auf der rechten Seite. Und 40... 38, genau, 38 war das. Das Problem ist, ich sehe, wie es eingespeicht wurde. Und das ist nicht so geil. Es wurde zwar Flip-Flop, also beide Speichen nach vorne, also quasi die... Ja, die am Ende nicht ziehen, die, die zeigen nach vorne. Wie würde ich das machen? Rechts würde ich das, ja, ich würde es halt genau andersrum machen, aber im Endeffekt ist es vielleicht egal, welche Seite zieht. Also wir haben eine Seite, die ist halt, zum Beispiel hier sieht man ja die Spuren. Und sie wurde halt so eingespeicht und ja, vielleicht mache ich es auch nochmal so, wie es gewesen ist. Zugspeiche links bei der Bremse. Und die Konterspeiche innen eigentlich. Nicht so geil auf der Seite, eigentlich müsste es andersrum sein. Dass die Zugspeiche zumindest auf der rechten Antriebsseite in die Richtung zeigt. Wo hier zeigt sie nach außen, nach vorne. Tommy seinem neuen Fahrrad, das ist egal. Da bei dem Hinterrad, was schon ein Lager durch hatte und wo der, wie auch immer, das gespeichert hat. Ja, es macht sich natürlich auch bemerkbar, dass man Speichen, die, also die Narbe, jetzt in eine Richtung genutzt wurden. Die Narbe, eine Materialbelastung halt in eine Richtung hatte schon mal, also. Es ist. Wie ist es? Und hier bei der Vorderradnarbe. Genauso. Vor allem, sind hier die Zugspeichen, also genauso, wie es nicht sein sollte. Deswegen, das ist schon mal ein Grund, warum das vielleicht auch mal ein bisschen günstig war, vielleicht. 600 Euro. Kriegst du nicht mehr. Also das ist eigentlich mechanisch gesehen schon ein bisschen scheiße. Aber die Bremse, das Laufrad ist auf dem Boden und du bremst und die Speichen gehen so lang, ziehen natürlich, weil die Kraft geht ja nach vorne vom Fahrrad und Moment, die Bremse hält die Narbe fest. Ja, und die werden gezogen. Die Kraft geht ja nach vorne. Hier werden quasi die, die von innen kommen, dann nach außen gedrückt und das ist halt nicht so geil. Sagen, wir machen es dann halt
so wie es vorgesehen ist fürs Fahrrad, oder wir machen es so wie bei Tommy seinem Fahrrad. Und wo der Typ komischerweise gesagt hat, dass ich bis heute nicht begreife, bei diesem Hinterrad-Trommelbremsen-Teil haben wir es ja genauso gemacht. Die sind nur, ey, so geil, Alter. 5, 9, 6, 4, 33, 2. So geil. Dieses Hinterrad wurde ja genau so eingespeicht. Ich glaube, wir sagen, wir machen das so, wie es vorher war. Keine Chance. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz. Ich brauche einen Profi. Ich brauche Unterstützung. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch hinkriege. Wenn, dann mache ich es Montag. Vielleicht kommen noch ein paar Kommentare dazu. Es ist jetzt noch eine Stunde und das... Ja, das wird nichts mehr jetzt. Die Speichenlänge haben wir schon. 256, 258 oder 258. Jetzt sind die kurzen auf der Seite. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich möchte erstmal beraten. Siehst du, hier ist die. Haben wir hier eine Rücktrittnabe? Ja. Hier ist es so, dass die Belastungsspeiche innen ist. Die Belastungsspeiche ist natürlich außen. Die zieht, die wird dann nach innen gedrückt. Die Mutter. Und nicht im Wiegetritt so. Wie ist es denn hier in? Da ist es außen. Da ist es verschieden. Du machst das schon. Und hier auch. Ach, da vollste Vertrauen. Ich habe da kein Vertrauen, weil ich nicht weiß, wie es denn eigentlich sein muss. Weil ich bin verwirrt, weil es so viele verschiedene gibt. Und, aber eigentlich sehe ich in den meisten Fällen, dass es halt so ist, wie ich von ausgehe. Ich habe nichts mehr abzuholen, es ist nichts mehr. Jetzt auch noch oben. Ja. War oben alles weg, ja, wa? Ja. Na gut. Nicht dran. Schönes Wochenende. Vielleicht brauchen wir Daten für dieses Hagen. Machen wir Feierabend, ja? Du sowieso. Ja, Mann. Ja gut. Dann wünsche ich euch halt ein schönes Wochenende, Restwochenende. Wir sehen uns dann morgen wieder oder so. Macht es gut, bis dann.